Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 und Afro ist mal wieder vorgelaufen. Und merkwürdige schwebende Kugeln. Wir haben magische Fähigkeiten mit diesen Kugeln. Es kommen halt andere Monster vor. Ich mag Tag lieber und was mir gerade einfällt, es gibt keine Schneeregion. Auf jeden Fall für diese netten Kröten-froschartigen Monster da hinten habe ich schon mal das Paradigma gewechselt. Denn dieses dicke orange-gelblich-farbene Viech ist noch schlimmer als die anderen. Und um den sollten wir uns auch gleich kümmern. Dop, 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 ne? Einer meiner Hassgegner. Okay, erstmal analysieren. Stachelfisch, okay. Und jetzt mit Deprotest drauf. Denn dieser Kumpane ruft ihm gerne neue von diesen kleinen. Das heißt, die kleinen fertig machen hat gar keinen Sinn. Was mache ich eigentlich? Weil er immer wieder neue ruft. Oder rufen könnte. Und das wahrscheinlich auch machen wird. Deswegen erst die dicken, dann die kleinen. Okay, die kleinen macht er schon nebenbei platt. Ja, und die kleinen sind dann sowieso kein Problem mehr. Ich mag das Viech trotzdem kein bisschen. Und ich werde auch, sofern die nächste Sphäre kommt, das Wetter wieder auf sonnig stellen. Ich mag ja Regen, aber mehr im Real Life als in Games. Keine Ahnung. Also nass werden mag ich nicht, aber es ist so ein Wetter, wo man sagt, ja komm, bleiben wir drinnen. Daran merkt man auch sehr schön, dass VC über das Wetter herrschen und naja, eigentlich nichts Natürliches. Es kann nur so Doppelsprung. Es kann halt nur so aussehen. Machen wir Präventivschlag? Alles auf Präventivschlag. Präventivschlag. Bam! In your face, du Pudding. Wollte ich schon im letzten Video gesagt haben, aber ich habe es nur wieder vergessen. Ich werde auch auf jeden Fall Final Fantasy 13 2 und Final Fantasy Versus 13 Let's Playen. Und wenn irgendwie möglich auch Time Zero oder wie auch immer es ausgesprochen wird, oder wie es früher noch hieß, also bis vor ein paar Monaten, Wyvern. Aus welcher Richtung komme ich? Aus der, okay. Agito, genau. Habe ich auf jeden Fall vor zu Let's Playen. Zumindest die PS3-Titel. Und wie es dann aussieht mit den anderen Final Fantasies, keine Ahnung. Ich denke mal 7 nicht. Da habe ich nämlich gar keine Ahnung mehr. Und diese ganzen Fanboys und Fangirls, die kotzen mich auch ziemlich an, aber egal. Ja, auf dieses ganze Rumgeflame dann, weil ich mal keine Ahnung habe, was ich da mache. Da habe ich einfach keine Lust. Deswegen 7 ist schon mal definitiv gestrichen. Bei 8 weiß ich nicht. Ich könnte vielleicht 9 jetzt playen. 9 habe ich nämlich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Ja, Asche über meine Tomaten. Ich habe 9 noch nie wirklich gespielt. Aber ich werde, wenn wir schon dabei sind, was ich vielleicht machen werde, Persona 4. Ich wurde auch drum gebeten, aber ich finde das Spiel auch einfach zu toll. Warum war denn. Ach, Levi, wenn es so kommt, weil Tag ist, ja klar. Voll den Schrecken bekommen. Wow, ich hätte mir jetzt sämtliche Knochen gebrochen. Aber egal. Den Wyvern zeige ich euch erst in einem nächsten Kampf, weil kurz danach ein Wyvern mit so einem anderen Kobold-Viech kommt. Und ja, zwei Fliegen mit einer Klappe ist halt eine super Idee, wie ich finde. Und los! Guck mich an! Huhu! Wyvern? Greif mich an. Danke. Huhu! Wyvern besiegt. Höhlen. Ich finde das Wasser schön, wirklich. Also, erst muss ich auch sagen, ich habe Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 2 gespielt, oder wie auch immer es heißt. Und nach dem, keine Ahnung, wie wird mal Intro angucken, habe ich dann gemerkt, wow, sieht das Wasser toll aus. Genau, die beiden da. Da starten wir erstmal erst in den Kampf.
Wir müssen erstmal dieses kleine. Oh, mach die Balkontür leiser auf. Erstmal dieses kleine Gremlin-Viech da battlen. Der müsste neu sein, soweit ich weiß. Hoffen wir es einfach. Läuft meine Uhr weiter? Ja. Also, auf das Gakimasera. Ja. Greif mich an, ist mir egal. Ja, und jetzt bloß heilen, 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 los, los. Es kann nämlich so eine ganz fiese Attacke erst reißen. Dann greift es mit seinem Hintern, Arm, es ist ein Arschgesicht. Ha! Auf jeden Fall ist das ziemlich beschissen. Zieht auch verdammt viel ab. Hoffentlich mach schneller. Ja. Jetzt brauchen wir Gift und Deprotest. Denn das Viech hat doch relativ viel TP. Naja, nichts gegen 16 Millionen, aber. Okay, nur noch Gift. Dann, los, mach Gift. Oh, komm schon. Okay. Dann mit Verheeran. Serienbalken voll. Oder Serienboni, sammeln Serienbalken voll machen. Ich hab's mir endlich andersweise merken können. Noch eine Runde. Damit die Prozentzahl höher ist. Und dann greifen wir mit. Hera, Brecher, es steht da sogar nicht. Ich kann mir nicht merken, wie es heißt. Ja, an. Und wenn da Reißen steht, möglichst seine Attacke unterbrechen. Das ist nämlich nicht lustig. Wow. So viel zum Thema, das ist nicht lustig. Und? Überlebt, 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 stirb! Ich. Scheiße. Nein! Das ist doch jetzt Mist. Ja, greif mich an. Oh, voll die schlechte Wertung jetzt. Eben bin ich nicht gestorben. Bei dem Einzel-Survival-Kampf. Da hat mich Reis noch nicht erwischt. Habe ich abgeblockt. Hey, trotzdem noch 5 Sterne. Woo! Yay for me. Ja, das waren dann noch fast alle meine Gegner. Am Ende kommt noch ein Bosskampf. Alle sagen, der ist so schwer, aber es geht eigentlich. Muss ich jetzt sagen, auch beim ersten Modul spielen ging das eigentlich. Paradigmen wechseln. Ja. Keine Ahnung, ob ich es mir angucke. Oh, da hinten ist noch ein Vibrant. Adios, Pudding. Yay for me again. Na gut, ein paar Pudding. Puddings. Puddinge. Pudding. Ist die Metze von Pudding Pudding? Keine Ahnung. Fertig zu machen ist jetzt auch nicht so schwer. Hey, Prinnies. Gib mir was Tolles. Naja, brauchen wir nicht. Doch, vielleicht später, damit man das auseinanderbasteln kann, da gibt es auch tolle Items, aber prinzipiell rüste ich es nicht aus. Na, wie geht's? Oh, nur 4 Sterne. Da ist ein Wyvern? Da ist der Wyvern. Wyvern, Wyvern, war. Wetterkugel? Irgendwie. Nein. Daneben nicht. So. Oh, mit mehreren. Oh nein. Hoffentlich stirbt es nicht wieder. Na, schlimmer wäre es, wenn Windel sterben würde, aber. Na? Wie geht's? Noch gut. Noch. Wow, das war verdammt knapp. Mir ist Afro nicht weggestorben, aber dafür fast. Also, künstlich angelegt. Ich kann es nur immer wieder betonen, es ist künstlich angelegt. Ich könnte in dieser Welt nicht leben. Nee, modern ist ja schön und gut, aber es hat alles seine Grenzen. Und auch wenn ich jemand bin, denn der, die das, die nicht oft draußen ist, aber. Nee, komm, ein bisschen Natur soll doch bitte da bleiben. Bei so vielen Gemüsepudding kosten nur 4 Sterne. Mache ich das immer so, ich debuffe einen, mach den dann fertig, debuffe auf den nächsten, mach den dann fertig, also jeden einzeln. Das hat sich als effektiver erwiesen, zumindest für mich. Oh, mitten im Kampf habe ich einen Ohrwurm bekommen, ganz schlimm, von Your Favorite Enemies, Little Sister. Ja, ehrlich gesagt, das ist die Akustikversion, aber war schon der Boss?
vor der ganzen Sache immer nicht. Ich speichere einfach und ja, ist ein kürzeres Video, aber muss halt. Ich bin nämlich der Meinung, dass da schon der Boss kommt und dann kommen Cutscenes und dann treffen wir die anderen wieder. Wow, ist das Kapitel kurz. Habe ich anders in Erinnerung. Oder, wo geht's hier nächst? Ja, doch, da ist der Bossfight. Die große Arena. Ja. Dann bereiten wir uns mental auf diesen Bossfight vor, mit zwei Gegnern sogar. Und sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.